Wir haben mal wieder einen schönen deutschen Wein vom Weingut Eberbach-Schäfer. Ist fast noch ein Geheimtipp, kennen aber schon einige. Ja. Und den Cabanero. Jochen, Cabanero, kannst du was zum Wein sagen? Was für Rebsorten haben wir denn hier? Der Cabanero deutet schon darauf hin, es ist eine Cabernet Cuvée. Ist auch ein geschützter Name. Ja, also man sieht das R hier über Cabanero. Mhm. Hat sich das Weingut schützen lassen. Ist eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon. Damit kommen drei Neuzüchtungen hinzu. Das ist Cabernet Mythos, Cabernet Dorsa und Cabernet Cubin. Sehr bekannt in der Pfalz inzwischen. Da hat ein Spitzenwein draus gemacht. Zum Beispiel Cabernet Cubin, der Icarus von Weingut Hensel. Der ja ein Aushängeschild ist des deutschen Rotweins. Und die werden hier verarbeitet zu relativ gleichen Anteilen. Und ausgebaut wird der Wein in Barrique. Und was ein bisschen exotisch ist, für Deutschland, er wird in amerikanischer Eiche ausgebaut. Ja, normal verwendet man in Deutschland ungarische, französische, vielleicht slowenische Eiche oder auch deutsche Eiche, manche. Aber in dem Fall, wie gesagt, amerikanische Eiche ist ein bisschen untypisch. Ja. Zum Weingut zu sagen, ist es so, Weingut Eberbach-Schäfer ist ein Familienweingut, lange Tradition, hat aber sehr lange Fassware bzw. Trauben abverkauft an die Genossenschaften. Erst seit 2004, seitdem Friedersven Schäfer im Weingut aktiv dabei ist, vermarktet man die Weine wirklich selbst, auch mit innovativen Ideen, ja, mit Neuzüchtungen, die man verwendet, auch mit Cabernet Merlot, also klassische, traditionelle europäischen Rebsorten, arbeitet man da sehr stark. Und mit großem Erfolg, wie gesagt, die Weine sprechen für sich. Wenn Sie die Weine noch nicht kennen, unbedingt probieren. Das ist wirklich großes Kino für noch sehr wenig Geld. Ja. Und zu Friedersven Schäfer kann ich sagen, er hat in Geisenheim studiert, also die Talentschmiede aller großen, jungen, wilden deutschen Winzern oder fast aller, ja, wo wirklich dann Innovation, Tradition, alles wirklich gelehrt wird. Und derjenige, der der Absolvent ist in Geisenheim, der weiß in der Regel immer, wie man guten Wein macht, wie man im Weinberg arbeitet und wie man mit neuen Techniken im Keller umgehen kann. Wunderbar. Dann schauen wir uns diese neuen Techniken mal im Produkt an. Was sagt uns denn die Farbe? Da haben wir so ein sehr schönes Violettrot, was auf die Jugend hindeutet. Ja. Auch mit einem dunklen Kern, das eine gewisse Konzentration auch zeigt. Na, und die Nase, das ist, da könnte ich mich, sehr schön, wie man hier im Schwaben sagt, reinlegen. Ja. Also wirklich wunderbar, das ist gewisse Eleganz auch. Ja, ne. Da ist alles drin, was der Wein braucht, ja, aber nichts irgendwie überkonzentriert, sondern wirklich elegant in der Nase schon, mit Cassis, Brombeernoten, dazu Himbeere, Vanille, Kokos, Kakao, also vom Barrique-Ausbau, leicht pfeffrige Noten, Veilchen, weiß also im Prinzip alles, was ein Wein braucht, ja, wirklich sehr, sehr schön ausgewogen, dieses elegantes Bouquet. Im Prinzip macht es wirklich Spaß, da wirklich eine halbe Stunde dran zu riechen und dann auf den ersten Schluck sie zu freuen. Aber so viel Zeit haben wir heute nicht. Deswegen habe ich auch schon mal angefangen gehabt zu probieren. Ja. Und am Gaumen wieder diese Eleganz, ja. Aber auch wieder eine gewisse Konzentration. Ja. Ja. Also nicht irgendwie dünn oder irgendwas, sondern konzentriert, elegant, muskulös, aber immer ausgewogen, mit ganz zarten Holznoten, würzigen Noten, sogar mineralische Akzente. Also wunderbar gelungener Wein. In dem Preissegment fast schon eine Sensation für deutschen Rotwein. Der liegt bei 8,90 Euro bei uns. Also es ist wirklich für mich in der Preisklasse ganz, ganz großes Kino. Ja, ich glaube, da nehme ich mir auch gleich eine Kiste mit nach Hause. Nee, ist für unsere Kunden reserviert. Also wie gesagt, richtig schöner Wein. Ja. Macht riesig Spaß. Und wenn man den Friedersven kennenlernt, ja, ein sympathischer, innovativer Winzer, der einfach auch der Welt zeigen will, was in der Gemeinde laufen, ja. Ist ja im Prinzip nicht für Qualitätsweinbau bekannt. Ja. Viele kennen die Großlage, laufender Katzenbeißer, ja, wo Genossenschaften teilweise Furchtbares auf Flasche ziehen. Ja. Und da geht er her und produziert wirklich Weine, die international mithalten können ja, und in Deutschland zu den Top 10 auf jeden Fall gehören. Gut, das machen wir die Lobhudeleien. Ich glaube, die haben jetzt alle kapiert, dass es ein super Wein ist. Wie viele Punkte hast du ihm denn gegeben? Ich habe mit 89 von 100 Punkten bewertet. Okay, und das Lagerpotenzial bis Ende 2018. Okay, also ich sage 89 Punkte für einen 8,90 Euro Wein, das ist schon ein großes sensationell. Ja. Und es gibt auch noch andere Weine, die ein bisschen teurer sind, die dann auch relativ noch ein Stück weiter oben sind. Also wie gesagt, da reden wir wirklich von der Einstiegs-Cuvée, in Anführungszeichen, und die ist schon richtig gut. Wunderbar, also Eberbach-Schäfer.
Wenn Sie es noch nicht kennen, lernen Sie es kennen. Es lohnt sich. Sollten Sie auf alle Fälle probieren. Wenn es am Anfang bloß auch nur ein Fläschchen ist, dann wird es bestimmt mehr draus. Ansonsten freue ich mich wie immer, dass Sie Interesse hatten. Und bis zum nächsten Mal hier bei der Weinverkostung bei Genuss 7. Tschüss. Tschüss.